Dietrich Bonhoeffer ist als sechstes von acht Kindern zur Welt gekommen. Er war ein Teil einer großen Geschwisterschar. Er musste sich behaupten. Er musste sich erst recht durchsetzen, als er im Alter von 14, 15 Jahren beschlossen hatte, Theologe zu werden. Da haben ihn seine älteren Geschwister ganz schön verspottet. Und er musste seinen eigenen Weg finden. Das prägte sich sicher auch darin aus, dass er ein außerordentlich selbstbewusster, auf manche vielleicht auch arrogant wirkender junger Mensch war. Er war hochbegabt. Er hätte genauso gut Musiker werden können. Er hatte eine Zusage, an der Berliner Musikhochschule aufgenommen zu werden und Klavier zu studieren. Er hat das nicht gemacht, weil er sich berufen fühlte, Theologe zu werden. Und diesen Weg ging er dann mit großer Klarheit, mit großer Energie, mit großem Ehrgeiz, mit großem Verantwortungsbewusstsein. Die Begegnung mit der Bergpredigt war für ihn im Alter von 26 Jahren ein neuer Durchbruch. Er sagte, nun sei er eigentlich erst Theologe geworden. Nun habe er gemerkt, dass der Ruf Jesu Christi ihn persönlich erreicht und dass er sich diesem Ruf stellen muss und nicht mit wahnsinnigem Ehrgeiz seinen eigenen Plänen nur nachkommen kann.